Bevor das Video anfängt, zwei Sachen. Erstens, die Crowdfunding-Kampagne für eine neue Kamera für den Kanal hier hat bereits 355 Euro gesammelt. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch gerne dabei beteiligen. Über die Infokarte gelangt ihr zum Video. Zweitens, dieses Video erscheint separat auf der Internetseite dertomic-mit-doppel-k.de. YouTube erklärt uns YouTube, das Meet-and-Play-Gaming-Event der Funke Mediengruppe in Oberhausen wird von allen Seiten scharf kritisiert. Markus Hündgen redet mit Daniel Fiene in Etwas mit Medien über YouTubes neue Masche und Behanes Beschanzaufnahme soll angeblich gelöscht werden. Nun fangen wir an. Das Event Meet and Play steht bald an. Ganz bald. Eigentlich sollte das Event bereits längst stattgefunden haben. Der erste Termin war auf den 20.11. datiert, wie wir jedoch alle mitbekommen haben, passierte nichts. Das Event wurde laut Jody Calussi vor langer Zeit auf den 29.01. des Jahres 2017 verschoben. Somit gute 70 Tage nach vorne. Ich habe den Veranstalter einige Fragen gestellt. Sollte eine Antwort auf diese kommen, findet ihr diese Infos unten in den Kommentaren. Die Funke Mediengruppe, welche für dieses Event als Veranstalter gilt, veranstaltete bereits in der Turbinenhalle ein anderes Webvideo-Event, die TubeCon im Februar, auf welcher ich als Pressevertreter war. Eigentlich eine ganz nette Idee. Die Schlangen waren damals gut organisiert, einzig der Einlass der Pressevertreter von jeglichen Medien verzögerte sich um ganze anderthalb Stunden. Ebenfalls musste damals eine Autogrammstunde abgebrochen werden. Dem Broadbank Magazin und mehr erzählte eine Besucherin nach der Veranstaltung, Zitat, wir standen 5 Stunden für Julien an und haben kein Autogramm bekommen, weil die Autogrammstunde wegen der Bühnenshow vorzeitig abgebrochen wurde. Offiziell wurde einem garantiert, dass man zumindest ein Autogramm bekommt und wir haben gar nichts bekommen. Wir sind sehr enttäuscht von der ganzen Organisation. Wir haben im Endeffekt 26 Euro fürs Warten bezahlt. Bei dem neuen Event im Januar sollen Revinzeit, InScope 21, Sturmwaffel, Unsympathisch TV, Rotpilz, Vive HD, iCrimex, Joyce Ilk, Emra, das Spandauer Inferno mit Hand of Blood und Braid TV vor Ort sein und Autogramme geben. Das Besondere hierbei ist, dass es Gaming-Parts gibt, in welchen die Zuschauer gegen die YouTuber antreten können. Die Jungs von Spandauer Inferno haben ihre eigene Halle dafür bekommen, in welcher die VIP-Tickets keinerlei Vorteile bringen. Auf dem Playground hat man die Gelegenheit, neue Game- und Hardware-Trends auszuprobieren. Das bislang am meisten bemängelte sind die Ticketpreise. Der normale Eintritt kostet 26 Euro, eigentlich ein ganz normaler Preis für ein solches Event. Dann kommt jedoch das limitierte VIP-Ticket für stolze 122 Euro mit Begleitperson. Denn der Zutritt unter 14 Jahren ist nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten möglich. Die begleitende Person benötigt ebenfalls eine Eintrittskarte, welche je nach Ticketart 0 bis 26 Euro kostet. Der offizielle Twitter-Account des Events Meet and Play 2017 twitterte heute, dass man beim VIP-Ticket für 101 Euro, obwohl es das in dieser Form bei Eventen gar nicht gibt, ein Vorab-Meet-and-Greet und ein Goodiebag im Wert von über 100 Euro mit Verpflegung bekommt. Die YouTuber Revinzeit soll laut dem Video auf der Twitter- und Facebook-Seite des Events stark in der Organisation drin sein. Bereits im November wurde von Revinzeit im Namen des Veranstalters gesagt, dass die VIP-Tickets entfernt worden sind. Nach dem heutigen Stand am 16. November sind die Tickets immer noch auf der Website erhältlich. Revinzeit, welcher öffentlich als Veranstalter auftritt, war selbst von diesem kommunikativen Problem, wie er es nannte, überrascht. Hand of Blood schrieb hierzu in einem gelöschten Tweet auf Twitter, Zitat, jetzt bin ich auf 180, mir wurde am selben Tag noch gesagt, die VIP-Tickets wurden entfernt. Vielen Dank hierbei an Backup News, aka Herr Newstime, für den schnellen Screenshot. Am Folgetag veröffentlichte Hand of Blood mit dem Spandauer Inferno eine Mitteilung, in welcher die Vorteile des Events erläutert wurden. Ebenfalls wurde dort gesagt, dass VIP-Tickets in der Spandauer eigenen Halle keinerlei Vorteile bringen. Ich werde bei dem Event auf jeden Fall vor Ort sein und von vor Ort berichten. Kommen wir zum zweiten Thema. YouTube versucht uns YouTubern und Zuschauern YouTube zu erklären. Die Arbeit war jedoch vergeblich. Renato Verdugo ist User Experience Researcher bei YouTube. Cincy McCormick ist Product Manager bei YouTube, zuständig für Abonnements. Beide versuchten den Zuschauern klarzumachen, dass YouTube absolut nichts weiß und nie was gesehen hat. Die Echtheit der beiden Personen wurde in vielen Kommentaren unter dem sehr schlecht bewerteten Video angezweifelt. Da ihre LinkedIn-Profile jedoch seit mehreren Jahren existieren, ist an der Persönlichkeit nichts auszusetzen. Eine Twitter-Userin, welche sich mit dem Genre sehr gut auskennt, twitterte hierzu, Zitat, hatte schon was Marina Joyce-iges, als ob einer hinter der Kamera eine Knarre auf die Sprechenden hält. Irgendwo hatte sie damit recht. Cincy erklärt ihre Stelle folgendermaßen, übersetztes Zitat, als Produktmanager arbeite ich an der Entwicklung neuer Funktionen für YouTube mit einem Team aus Ingenieuren und Designern. Unsere ganze Aufgabe ist es, Features für Abonnenten zu entwickeln. Renato stellte die erste Frage, übersetztes Zitat, wir haben Berichte von Zuschauern bekommen, dass sie von Kanälen, die sie zuvor abonniert haben, deabonniert wurden. Was hat es damit auf sich? Cincy antwortete kurz zusammengefasst, dass YouTube von diesen Berichten der Zuschauer hörte und diese Sache sehr ernst nimmt. YouTube deabonniert jedoch keinen User selbst von anderen Kanälen, da das die Basis der YouTube-Experience sei. Die Aufgabe des Teams sei es, diese Erfahrung besser zu machen, nicht zu verschlechtern. Das Team habe über 100 einzelne Berichte bearbeitet, durch kein einziges wurden Fehler gefunden. Damit ist sie der Frage schön ausgewichen. Eigentlich wollte Renato wissen, was es mit diesen Deabonnenten auf sich hat. Gut, dann eben nicht. Nach der Passage, in welcher die langjährige Product Managerin den Zuschauern weismacht, dass das alles
alles, was die mehreren Millionen User sagen, total erlogen sei, dass sie immerhin 100 Berichte gesehen haben, schweift sie so bitte an die Zuschauer über. Man solle doch bitte die Feedback-Funktion benutzen. 100 Berichte ist ein minimaler Bruchteil der YouTube-User, welche sich offensichtlich beschweren, dass sie automatisch von YouTube D-Abos reingedrückt bekommen. Das ganze, logischerweise abhängige und nicht objektive Interview wirkt gescriptet und ist nicht das, was die Zuschauer fordern, denn sie fordern Antworten und keine Lügen, wie es in den Kommentaren steht. Jetzt kommen wir zum erstaunlichsten Teil. Sinzi sagt aus, dass jedes einzelne Video, welches von Creatern hochgeladen wird, auch in der Abo-Box landet. Ich muss dazu sagen, das kann nicht wirklich stimmen. Seit Jahren beschweren sich YouTuber und Zuschauer, dass die Videos nicht in der Abo-Box landen. Laut dem Video landen die Videos jedoch im Durchschnitt innerhalb von knapp 30 Sekunden in eurer Abo-Box. Es soll angeblich ein nächstes Video folgen, in welchem die Fragen aus den Kommentaren beantwortet werden. Kommen wir nun zum dritten Thema des Videos. Markus Hündgen, der Gründer des Webvideopreises, war beim Deutschlandradio Wissen in der Sendung Was mit Medien, in welcher Daniel Fiene, ein deutscher Journalist, welcher ziemlich fit in Sachen Webvideo ist, und Pela, ebenfalls Journalist, über das Branchengeschehen in der Medienlandschaft sprechen. Am Anfang des Interviews mit Hündgen macht sich Fiene ein bisschen über das Video der YouTuberin Mrs. Vidoc lustig, in welchem sie vortäuscht zu weinen, weil es einige Problemchen auf YouTube gäbe. Herr Pela, ich habe hier mal mein Lieblingsvideo hier aus der Woche an. Okay. Leute, ich heule nicht wirklich, okay? Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere von euch vielleicht mitbekommen hat, aber es gibt zurzeit ein paar Probleme auf YouTube, ein paar Problemchen. Wenn man zum Beispiel auf meinem Kanal guckt, kann man bemerken, dass meine Views unglaublich gedroppt sind. Ich mache mir so gut das wie keine Kelly. Abos mehr. Und Kelly hat mich auch wirklich zum Mitweinen gebracht. Das komplette Interview mit Markus Hündgen könnt ihr gerne auf der D-Radio Wissen Homepage nachhören. Den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Kurz am Rande ein viertes Thema. Der YouTuber Behaind lud vor knapp 9 Monaten die Beschanzaufnahme auf seinem Kanal hoch. Nun bekam er in der Nacht vom 15. auf den 16.12. eine E-Mail von YouTube hierzu. Die E-Mail ist tatsächlich echt. Wir haben zusammen den Header der E-Mail mit allen Informationen überprüft und kamen zum Ergebnis, dass die E-Mail tatsächlich vom YouTube-Support stammt. David bat mich, die Mail nicht zu veröffentlichen. In der Mail stand einfach nur, dass YouTube mitteilt, dass eine Beschwerde wegen gewisser Privatsphäre eingegangen wäre. Die Mail sieht sehr gefaked aus, ist es jedoch nicht. David hat nun ganze 48 Stunden zu reagieren, aber worauf eigentlich? In der Mail ist kein Timestamp und ebenfalls kein konkreter Vorwurf. Wo und wie soll er dann handeln, ohne zu wissen, was er falsch gemacht hat? YouTube nehme es sehr ernst, wenn private Informationen wie Anschriften, Sozialversicherungsnummern, Identifikationsnummern oder Bankkonten veröffentlicht werden und wird das Video in 48 Stunden nochmal begutachten, um es im Nachhinein offline zu nehmen. In diesem Video werden jedoch keineswegs private Informationen veröffentlicht. Es handelt sich einzig um eine Bestandsaufnahme. Sollten irgendwelche neuen Infos von diesem Video kommen, findet ihr die ebenfalls unten in den Kommentaren. Der Link zum Video ist unten in der Videobeschreibung. Ebenfalls wurde das Video bereits auf meiner Cloud geuploadet. Der Link zu dieser wird veröffentlicht, wenn das Video tatsächlich offline genommen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.